Grüß Gott, hören Sie, was der hier quakt? Hören Sie, was der hier froscht? Nein, das ist nicht die Märchenzeit der verlorenen Zeit. Das sind Tatsachen. Guten Tag. Warum Blaulicht? Der Aufmerksamkeit wegen. Stephen Hawking ist leider nicht mehr verweilend seit einigen Stunden unter uns. Aber trotzdem braucht die Welt Piloten, braucht die Welt innovative Actions. Hören Sie genau hin. Wenn Sie genau schauen, dann hören Sie auch und sehen Sie auch, was ich zeige und was ich spreche. Stimmt's? Und da habe ich recht. Ich glaube, dass das zutrifft. Und wenn ein Mobbingopfer der Auslöser ist, dass ich nicht aufklären darf, weil sonst Repressalien das Mobbingopfer zusätzlich bekommt, dann läuft hier etwas schief, Herr Frosch. Drum schauen Sie auch so, stimmt's? Ich sage Ihnen, ich halte genötigterweise noch meine Klappe. Ich quake im Sinne des Mobbingopfers im Lebensmittelhandwerk nicht intensivst weiter. Aber seien Sie gewiss, dass ich auf meine Fahnen garantiert geschrieben habe, retten ist auch ohne Paragraph möglich. Und wenn Sie meinen, dass ich kein Vorbild habe, weil es keinen gibt, der so fanatisch sich für Werte einsetzt, dann haben Sie sich enorm getäuscht. Kein geringerer als the greatest of all time, Kürzel, Anführungszeichen, Goat, Anführungszeichen, Muhammad Ali is the greatest of all time, und seiner Familie ist es daran gelegen, das Vermächtnis in Gedanken weiter zu begleiten. Ich lasse es nicht zu, diskriminiert zu werden, insbesondere dann, wenn dieser Mensch sagt, es kommt darauf an, wie jemand ist. Ja, es kommt darauf an, wie ich bin. Und es kommt darauf an, was ich tue. Und es kommt darauf an, wie ich reagiere, wenn ich etwas bemerke, wenn Menschen im Nachteil sind. Wir schreiben heute welchen Tag? Den Tag der Vereidigung. Frau Dr. AD Ratspräsidentin 2007, Angela Merkel, hat einen Eid gesprochen. Der eine, die eine, spricht den Eid. Der eine handelt danach. Hin und wieder, wenn er darf. Ein Richter sagte mir heute Nachmittag, mit mir hat man ja Zivilcourage 200% an der Backe. Da sage ich danke für das Kompliment. Keiner, er, also nicht ich, ich spreche nicht von mir, er sagte das, ich zitiere ihn. Keiner ist ihm während seiner Studienzeit über den Weg gelaufen, der so besessen nach Recht schaut und nach Recht handelt. Und ich habe gesagt, wenn ich keine strafbare Handlung, das heißt auch das Grundgesetz, nicht agitiere, und ich glaube, da gibt es einige Artikel, einer fehlt noch, der angeregte Artikel von Herrn Jean Ziegler aus der Schweiz.
auf Rohstoffe sollte nicht spekuliert werden an der Börse, damit die Kinder in der dritten Welt ein bisschen mehr Hoffnung haben dürfen. Aber zurück zum ursächlichen Gedanken des Aufsagens. Transformieren wir doch mal spielerisch, daher auch der Transformer, den Sie hier sehen mit dem Hörer. Dieses Mosaik hat einen ganz speziellen Hintergrund, werden Sie nachher erfahren. Kinder, glaube ich, dürfen ihre Zukunft haben. Manchmal glaube ich es nicht. Da gibt es auch gegebene Anlässe, aber wenn ich die alle jetzt in dieses Video packe, in diesen Podcast packe, dann wird das ein Blaulichtaufsager. Da werden viele ihre blaue Wunder noch erleben. Unter anderem würde sich das nicht um Minuten handeln, sondern um Stunden oder Tage. Dafür spreche ich mit meinem Namen und, wie Herr Hipp immer so sagt und sagte und immer noch sagt, auch ich spreche unter dem Aspekt der Beweise. Und die habe ich zu Genüge. Im Hintergrund sehen Sie die Welt. Ja, nicht nur die Welt steht derzeit Kopf, sondern auch die Werte stehen Kopf. Mit einem internationalen Pharmakologen habe ich erst vor wenigen Stunden, sagen wir gestern, gesprochen. Und er sagte, ich sehe das sehr genau und sehr konkret. Aber wenn wir uns so weit hinauslehnen, haben wir Repressalien. Das können Sie sich besser erlauben. Unter dem Aspekt hoffen wir mal, dass Zivilcourage so lange wie möglich gestattet ist. Denn es gibt eine Menschenrechtspreisträger Straßenstadt in Nürnberg und diese Artikel, die sollen dort nicht umsonst platziert sein. Nicht nur für die Touristen, sondern auch für die, denen die Artikel so aus dem Sinn geglitten sind. Denn viele halten sich nicht daran. Für was sind sie denn dann da? Um touristisch, futuristisch, kulturgelegen, Euros einzuspielen oder für ein besseres Miteinander. Heute hat mir jemand gesagt, du bist ja on Tour, da muss man ja Angst haben. Sag ich, nö, wenn sie korrekt sind, wenn sie Kinder nicht benachteiligen in Schulen, in Gymnasien, haben sie nie ein Problem. Sie haben dann ein Problem, wenn die Kinder nicht die Kraft haben, weil sie Angst haben, Zeichen zu setzen, dann bekommen sie mit mir ein Problem. Aber nicht die Kinder, sondern die Lehrkräfte, die meinen, sagen zu dürfen, O-Ton vor einigen Jahren, naja, ich glaube, diese Lösung hätte ich von dir auch nicht erwartet. Denn du hast eine andere Hautfarbe. Ich sage jetzt nicht den O-Ton, den die Lehrerin gesagt hat. Dann weiß sie nämlich genau, wer sie ist. Es gibt nämlich einen Interessenverband in Nürnberg. Aber zurück zu diesem Aufsager. Ich werde alles daran setzen. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht nur hier war bei den Greatest Presidents of Planet. Warum ich damit werbe, hat nur einen Hintergrund, nur einen Charakter. Macht for Better Planet zu initiieren. Mehr auch nicht. Ich brauche sie nicht. Ich habe sie fast alle getroffen. Fast. Es gibt noch einen. Einer lebt nicht mehr unter uns, Nelson Mandela. Aber die Familie treffe ich in Kürze. Warum braucht man eigentlich die Staatsmänner dieser Welt, wenn man eigentlich nur kranke Kinder retten möchte?
Ich glaube, da braucht man eingehende Anrufe von den richtigen Sponsoren, die nichts haben an den Ohren. Nur dann werden neue Wege für einen besseren Planet geboren. Und ich glaube, dass ich hin und wieder hinhöre, wo die Brennpunkte der Welt zu Hause sind. Es gibt 7,3 plus Milliarden Erdenbürger. In Kürze gibt es einen weiteren. Ich hoffe, dass der Erdenbürger ohne Stress endlich zur Welt kommen darf. Sollte in irgendeiner Weise mir bekannt werden, zusätzlich zu dem, was mir bekannt ans Ohr getragen worden ist und schriftlich ich eingesehen habe, dass aufgrund dessen durch Angst, weil vorgestern hatte eine geduldete Visumnehmerin verheiratet in Deutschland, extreme Angst. Und Angst ist nicht ein guter Indikator für pränatale Erlebnisse. Postnatale Erlebnisse werden wir dann erfahren. Es gibt entsprechend dann ein O-Ton-Spiel, sage ich mal so, mit den Erlebnissen, die vorher stattgefunden haben, denn ich habe privat 3, 4, 5 Staatsrechtler privat, nicht am Tag, am Abend, eingebunden, die genervt waren von der Stadt Nürnberg und deren Haltungen. Und irgendwann werde ich das präsentieren. Unter Rücksicht natürlich der Personen, die mir gesagt haben, das darf ich, das möchte ich noch nicht sagen. Ich betone, noch nicht. Ich glaube, dass wenn ich mich gesetzesformell, bewusst sage ich das so, verhalte, dass ich nichts zu befürchten habe, habe mich entsprechend rückversichert. Natürlich das Persönlichkeitsrecht wahre der Geschädigten, dass man dann Zeichen setzt, dass man diese Person mal einlädt. Man hat ja eine namhafte, überlebende Menschenrechtspreisträgerin mal eingeladen. Sie hat überlebt. Sie hat auch Zivilcourage gezeigt. Finde ich fantastisch. Aber man kann auch hier mal einen Menschen einladen, der Nachteile erhalten hatte bis jetzt. Und ich hoffe, dass dieser Mensch nicht zusammenbricht, weil sie von der Konstitution nicht so rüstig, sportlich aufgestellt ist, was man eigentlich bräuchte für eine Geburt, weil das ist ein Energieakt. So, das haben Sie gehört. Es geht wieder um Zivilcourage, wie immer. Und das Blaulicht, hoffe ich, hat Sie entsprechend in Reize versetzt, was noch kommt. Ich hoffe nicht, dass ich diese Bände, das sind die goldenen Bände einer Kanzlei, des BGHs, durchfressen muss, wie ich dieser Mutter, einer Lehrerin, einem Studienrat zur Seite stehen muss, weil er etwas älter ist, aber trotzdem erfahren ist, weil er gesagt hat, alleine schaffte er das nicht. Ich werde alles daran setzen, ihr beizustehen unter dem Aspekt Zivilcourage, damit galacom.tv retten
kann.